Ja, sind sie es oder sind sie es nicht? Wohl eher nicht. Aber irgendwo, hier sind sie, die Wurzeln der SAW Bergkapelle Wasseralfingen. Schon 1813 taten sich ja 8 Bergleute der damals königlichen Hüttenwerke zusammen, um gemeinsam Musik zu machen, bei Hochzeiten aufzuspielen oder einfach um präsent zu sein, wenn der König mal bei seinem Werk vorbeischaute. Ein stolzer Stamm mit reichlich Ästen und Zweigen ist aus diesen Wurzeln geworden. Circa 70 Jungmusikerinnen und Jungmusiker und 75 Aktive hat dieser Verein inzwischen. Mit den Worten: Wir sehen uns und hören uns bis bald irgendwo, irgendwie, irgendwann. Und dem traditionellen Glückaufmarsch hatte man sich nach dem Dreikönigskonzert 2020 in der Stadthalle in Aalen von seinem Publikum verabschiedet. Gelegenheiten? Hierzu hatte man ja reichlich geplant und vorbereitet. Der Probenbetrieb wurde so langsam wieder aufgenommen. Am 11. März, nach dem Feierabendbierchen, das übliche, also bis nächste Woche. Und diese Woche dauert inzwischen ein halbes Jahr. Die Ansage kam prompt und kurz, ab sofort keine Proben, keinerlei Auftritte. Es war ja bekannt, dass sich da im fernen Wuhan im Osten Chinas ein Virus auf den Weg gemacht hatte. Die großen Einschränkungen wurden ja, Gott sei Dank, wieder reduziert. Und durch den Rückgang der Neuinfektionen darf man seit Ende Juli unter Einhaltung von Auflagen in kleinen Gruppen ja wieder musizieren. Wir sind der Kulturstiftung Baden-Württemberg dafür dankbar, dass sie uns bei der Organisation und Durchführung dieses digitalen Konzerts unterstützt. Hier vor dem Mundloch des tiefen Stollens begrüßt sie nun, meine Damen und Herren, mit dem feierlichen Einzug des Johanniterordens unser Blechbläser-Ensemble zu einem musikalischen Spaziergang durch unsere Stadt. Der Einzug, gewidmet dem christlichen Militärorden in Jerusalem, gegründet, um arme, kranke und verletzte Pilger, die ins Heilige Land gereist waren, zu versorgen. Wir danken mit diesem Titel den Pflegern und Ärzten, welche die Betroffenen durch die Corona-Krise begleitet haben und weiterhin für sie da sind. Der damals 45-jährige Richard Strauss hatte im Jahre 1909 in Garmisch, kurz nach dem Einzug in sein neues Wohnhaus, sicher nicht daran gedacht, dass dieses Werk im Jahre 2020 einmal am Beginn eines digitalen Konzerts stehen würde. Strauss ging dabei mit der ihm eigenen Unbekümmertheit zu Werke, obwohl er gerade mal eine Handvoll Kompositionen allein für Bläser geschrieben hatte. Der feierliche Einzug der Johanniter. Thank you.
waren am tiefen Stollen, wo am 21. März die Saison des Besucherbergwerks unter Mitwirkung unserer Lesergruppe eröffnet werden sollte. Doch jenes Substantiv Absage startete zu einer unaufhaltsamen Karriere. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts schrieb Johann Sebastian Bach seine Sonate in G-Moll für Cembalo und Flöte oder Violine, also Musik ganz anderer Art, Spätromantik meets Barock. Wie wär's, meinte unsere Klarinettistin zu ihrem Vater, da gibt es doch eine Bearbeitung für Saxophon und Orgel, die könnten wir doch spielen. Überredet, aber wo, war die Frage, nachdem die Pfarrkirche St. Stephanus samt Orgelbereich derzeit ein Monstergerüst wegen dringender Renovierungsarbeiten ausfüllt. Doch man erinnerte sich an ihre Vorgängerin als Pfarrkirche, gestiftet und erbaut 1353 durch Ulrich von Acherfingen, der jenseits des Kochers im dortigen Wasserschloss seinen Wohnsitz hatte. Erweitert Mitte des 19. Jahrhunderts und mit kleiner Orgel neueren Datums ausgestattet. Gesagt, geprobt und so hören wir nun aus dem alten Kirchle das Allegro aus der Sonate in G-Moll von Johann Sebastian Bach oder seinem Sohn Karl Philipp Emanuel, dies weiß man nicht so ganz genau. Nun also aus Bachs Sonate in G-Moll, das Allegro für Orgel und Es-Alt-Saxophon. Es kommt hiermit zu einem Mini-Ersatz für das Benefizkonzert, welches für den 26. April in der Pfarrkirche geplant war. Ja, man wollte einfach wieder Gutes tun, wie nahezu in jedem Jahr. Corona allerdings wusste dies zu verhindern. Bach-Sonate in G-Moll für Orgel und Saxophon. Thank you.
Ja, einen kleinen Steilwurf vom Siegerköhlerbrunnen entfernt zwischen Rathaus und Bürgerhaus sollte am 22. Juli wie immer unsere letzte Probe vor den Ferien als Sommerkonzert stattfinden. Wir haben uns wieder auf unser Publikum gefreut, bei Hitzkuchen und Wasseralfinger Bier und einer warmen Sommernacht. Wäre da nicht Covid-19 gewesen? Wir wollten nun mit Ihnen zum Wasseralfinger Schloss wandern. Aber die Urlaubszeit machte jenes nahezu 700 Jahre alte Gebäude für uns uneinnehmbar. So haben wir uns aufgemacht, hierher in Richtung SHB und treffen im dortigen Gießereimuseum zwischen Gussöfen, Kunstgussplatten und Reliefs unser Blechbläserquartett. Zwei Sätze aus der Spiritual Jazz Suite von Lenny Niehaus liegen auf den vier Pulten bereit. Josua, The Battle of Jericho, jene Geschichte aus dem Johannesevangelium um die Belagerung der Stadt Jericho durch die Israeliten und den Einsturz der Stadtmauern zum Klang der Widerhörner. Unsere Blechbläser werden den Fachwerkbau wohl nicht zum Einsturz bringen. Nein, denn sie haben ja noch Nobody Knows the Trouble I've Seen. Die ergreifende Klage über die Leiden der Sklaven auf ihrem Programm. Beide Gospels sind im 19. Jahrhundert entstanden. Mahalia Jackson und das Golden Gate Quartett haben diese beiden Titel weltweit bekannt gemacht. Heute eine Fassung für zwei Trompeten und zwei Posaunen. Ach ja, dieses Quartett, wie alle anderen Ensembles, natürlich reine Amateure, Musik von nebenan. Die Noten haben alle Gruppen gerade mal zwei Wochen in Händen. Die beiden größeren Ensembles, urlaubsbedingt maximal eine Stunde vor den Aufnahmen. Doch nun zwei Spirituals. Thank you.
Wenn wir in diesem Jahr zurückdenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945, kann der Erste Weltkrieg natürlich nicht unerwähnt bleiben. 1914 und in den Folgejahren mussten zahlreiche Beschäftigte der Schwäbischen Hüttenwerke in den Krieg ziehen. 95 davon kamen nicht mehr zurück. Ihrer wird namentlich auf Kunstgusstafeln befestigt an 9 Säulen des Rondell-Denkmals gedacht. Am Gesims des Denkmals steht in schmiedeeisernen Lettern geschrieben: Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. 1925 wurde dieses Denkmal beim altehrwürdigen Casino der SHW errichtet. Könnten sich doch die politisch Verantwortlichen in aller Welt Willy Brandts Worte zu eigen machen: Von unserem Land darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Vor dem Casino hatte die SHW Bergkapelle im Rahmen ihrer Wandelkonzerte zu Beginn der 60er Jahre am Sonntagvormittag aufgespielt. Musik von Suppé bis Lehar, von Dichter und Bauer bis zu den Ballsirenen waren zu hören. Marschmusik durfte natürlich nicht fehlen. Dirigenten waren Albert Wolff und unser Ehrendirigent Hans Blank. Dazu noch sein Sohn Hans-Peter Blank, Philipp Walford und aktuell Günther Martin Korst waren und sind für die musikalische Entwicklung unseres Vereins bis zur Höchststufe hin verantwortlich. Ganz andere Musik erwartet uns nun heute. Das Klarinettentrio um unseren Dirigenten hat nun Tafel- oder Freiluftmusik für Sie. Neudeutsch: After Dinner or Outdoor Music of Vienna Classics. Völlig unbeschwert kommen Sie daher die 3 Sätze Allegro, Larghetto und Menuett aus dem Divertimento Nummer 2 von Wolfgang Amadeus Mozart hier vor dem Altar im alten Kirchle. Thank you.
Ja, der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer war ja als Vertreter der bekennenden Kirche am Widerstand gegen das Nazi-System beteiligt. Die Folge: ab 1943 immer in unterschiedlichen Gefängnissen inhaftiert. Er versuchte aber immer wieder Kontakt zur Familie zu halten. Abends will ich schlafen gehen, 14 Englein um mich stehen und dann später zwei, die mich decken, zwei, die mich wecken. Aus Humperdings, Hänsel und Gretel gaben ihm Halt und waren stets präsent. Diese Zeilen inspirierten ihn auch zu jenem Gedicht, welches er in seinem letzten Brief an seine Verlobte schickte. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Inspiriert zu dieser und zu allen weiteren Strophen. Zur Melodie von Siegfried Fietz wurde dieses Gedicht zum bekanntesten Kirchenlied unserer Zeit. Diese Melodie schaffte auch ein Novum beim Woodstock Festival der Blasmusik in Ort im Inntal, wo eigentlich Polka-Klänge das Sagen haben. Beim Gottesdienst der aktiven Musikerinnen und Musiker und aller Besucher am Sonntagmorgen erklang 2019 völlig unerwartet jenes von guten Mächten in einem neuen Arrangement von Martin Scharnagl. Ein Erlebnis quasi von Freund zu Freund, welches die Besucher und alle aktiven Musikerinnen und Musiker tief berührte. Auch wir möchten Sie nun berühren hier von diesem Platz aus an der Schillerlinde, wo im Herbst 1944 vier der insgesamt 400 Insassen des KZ-Lagers im Wiesendorf hingerichtet wurden. Berühren in diesem Jahr 2020, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zur Erinnerung an diese dunkle Geschichte pflanzten Schüler der Wasseralfinger Schulen diese Linde in den 60er Jahren. Später wurde dann zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus dieser Gedenkstein errichtet. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Thank you.
wir vom Stephanusbrunnen, dem Siegerköderweg, nach dem Jakobuspilger und dem Schloss weiterfolgen, begegnen wir plötzlich dem Auferstehungskreuz, einer Bronzegussplastik von Siegerköder aus dem Jahre 1970. Die rostbraune stählerne Rückwand mit dem golden umrahmten Korpus lässt an das Licht des Ostermorgens denken. Der Bezug zur Eisenstadt Wasseralfingen unverkennbar. Heute nun gehen wir von hier 20 Schritte weiter, öffnen wieder die schwere Holztür und gelangen ins Innere von unserem alten Kirchle. Übrigens, schon 1337 wurde Wasseralfingen erstmals erwähnt, als Ulrich von Ahelfingen die Genehmigung zum Bau eines Schlosses am Kuppern erhielt. Im 16. Jahrhundert kam man dann zur Propstei Elwangen. 1671 wurde der erste Schmelzofen gebaut und mit der Eisenverhüttung begonnen. Im 19. Jahrhundert ging es dann ab an den König von Württemberg. Der Aufstieg zur Industriestadt nahm seinen Lauf. Ab dem letzten Jahrhundert waren Wasseralfinger Öfen und Werkzeugmaschinen von SAW sowie Kurbelwellen für Verbrennungsmotoren der Alfing-Kessel-Werke überall gefragt. Am 21.06.1975 verlor die 12.000 Einwohnerstadt ihre Selbstständigkeit und wurde von der großen Kreisstadt Aalen mit offenen Armen aufgenommen. Heute nun gehen wir von hier aus gut 20 Schritte weiter, öffnen die schwere Holztür und gelangen wieder ins Innere von unserem alten Kirchle. Unser Blick fällt unweigerlich nach rechts zum wunderschönen Flügelaltar aus der Bildschnitzerwerkstatt des Ulmer Malers Martin Schaffner. Dies aus dem 16. Jahrhundert. Der Altar macht mit dieser Pieta aus dem 14. Jahrhundert aus dem Kirchle ein Kleinod mit kunsthistorisch wertvoller Ausstattung. Gegenüber vom Altar warten nun Orgel und zwei Trompeten auf ihren Einsatz zum zweiten Teil unseres klitzekleinen Kirchenkonzerts. Antonio Vivaldi war ein venezianischer Komponist und Violinist des Barock, also des 18. Jahrhunderts. Er war außerdem Barbier und Priester. Die Reihenfolge wurde so nur wegen der Chronologie gewählt. Er hat sich dabei allerdings auch nicht erwähnenswert hervorgetan. Dies schon eher durch 29 Opern, Sonaten und zahlreichen Instrumentalwerken, so natürlich seine vier Jahreszeiten und auch das Crescendo für zwei, das Concerto für zwei Trompeten und Orgel. Den ersten Satz, Allegro, hören wir nun von unseren beiden ersten Trompetern. Sie haben die Hoch-B-Instrumente ausgepackt und unsere Klarinettistin hat wieder an der Orgel Platz gefunden. Licht und Raum verbinden sich nun mit Ton und Klang. Der Barbier, Priester und Komponist Antonio Vivaldi, Concerto in C-Moll. Thank you.
Ja, 5 Fußminuten von der Schillerlinde auf dem Bergbaupfad gen Süden. Und schon haben wir den Waldgasthof Erzgrube mit seinem schönen Betsaal erreicht. Hier trafen sich einst die Bergleute, um nach dem Steigergebet in den Stollen einzufahren. Traditionell wird auch alljährlich die Saison des Besucherbergwerks hier mit diesem Gebet eröffnet, bevor dann unsere Bläsergruppe die kleine Bergparade musikalisch zum Stollen begleitet. Zuletzt hieß es am 30. März 2019, es ist wieder soweit. Am 21. März diesen Jahres sollte es wieder soweit sein. Doch im März hieß es, April, Covid-19 macht, was es will. 4 Holzbläserinnen und Holzbläser samt Waldhornist haben sich heute hier getroffen, um uns mit einer schönen Morgenstimmung zu empfangen. Morgenstimmung hat der norwegische Komponist Edvard Grieg Satz 1 seiner ersten Peer Gynt-Suite überschrieben. Edvard Grieg und sein Landsmann Henrik Ibsen, nein, Freunde waren sie nicht, und doch nahm Grieg Ibsens künstlerisch verlockenden Auftrag an, die Schauspielmusik zu Peer Gynt zu schreiben. Kohle gab's ja obendrein. Von Henrik Ibsen stammt ja jenes dramatische Gedicht um den Bauernsohn Peer. Armut, Lügen, Reichtum, Absturz bis zum Irrenhaus bestimmen sein Leben. Aus der Damenwelt sorgen seine Mutter Åse und die geliebten Solveig und Anitra für reichlich Abwechslung. Grieg meinte ja angeblich zu Peer Gynt: Ich kann es buchstäblich nicht hören, wie es sich an Kuhfladen und Norwegen Tummelei und Selbstgenugtuung klammert. Er konnte ja nicht ahnen, dass dieses Meisterwerk zu seinen berühmtesten Kompositionen zählen sollte. Ach ja, jenen Tanz jener Jungfrau Anitra, die Peer um seine letzten Habseligkeiten gebracht hat, hat unser Holzbläserquintett auch noch auf dem Pult liegen. Die SAW Bergkapelle hat ja auch nahezu halb Europa bereist, war in Chicago und in Perth in Australien. Vom 1. bis zum 11. Juni stand nach jahrelangen Planungen die Konzertreise unseres Jugendorchesters nach Kanada auf dem Programm. Aber Sie wissen ja, nix war's. Folgen wir nun den 5 Bläserinnen und Bläsern gen Norden, Morgenstimmung und Anitras Tanz. Thank you.
Bis zum vergangenen Jahr ging es hier in dieser Halle noch richtig laut her. Maschinenkernmacherei, hier wurden noch Gusskerne gefertigt. 2019 jedoch hat die SAW Casting Technology die Gießereiproduktion eingestellt. Nein, der Erreger war dafür ausnahmsweise nicht verantwortlich. Unsere Schlagzeug- und Percussion Group hat sich diese Location ausgesucht, um hier mal wieder richtig Radau und Rabatz zu machen. Rudolf Alexander Bauer hat so seine eigenen Ideen, was für den Rhythmus so alles herhalten kann. Plastikeimer, Pappkartons, Fässer, alles grooved. Rohre werden zum Rohrophon oder Blechbüchsen zum Dosophon. Wir sind ja gerade fleißig dabei, unseren Proberaum, ein ehemaliger Fahrrad- und Motorradschuppen, zu einem wahren Klangschuppen umzubauen. Dabei standen in den Pausen gelegentlich Aluminiumleitern herum, nutzlos. Nun weiß man ja, dass Schlagzeuger auch gern mal auf allem herumklopfen, was irgendwie Krach macht. Sie kennen ja jenes Geräusch, wenn man mit der Aluleiter schwungvoll am Türrahmen hängen bleibt. Etwas organisiert, passend hier zum besenreinen Ambiente, kommen nun diese Auf- und Abhilfsmittel zum Einsatz beim Solo für Leitern Step by Step. Freuen Sie sich auf 5 rhythmisch begabte Handwerker auf der Suche nach dem richtigen Weg rauf oder runter. Die Rhythmusics der SAW Bergkapelle aus Wasseralfingen, dem größten Stadtbezirk der großen Kreisstadt Aalen. Schön, wenn Arbeit Spaß macht, Step by Step.
Prediger mit Bildern und ein Knitzer Katechet mit Pinsel und Farbe. Er sagte stets, ich bin Schwabe und bleibe Wasseralfinger bis zu meinem Tod. Am 9. Februar 2015, vor 5 Jahren also, ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Ein ganz großer unserer Stadt, Sieger Köder. Der wohl bekannteste deutsche Maler christlicher Kunst des 20. Jahrhunderts. Seine Werke schmücken Kirchen in ganz Deutschland und darüber hinaus. Kruzifixe, Bilder, Glasfenster, Kreuzwege, Krippen und sprechen eindeutig seine Sprache. Hier nebenan im heutigen Rathaus wurde Sieger Köder am 3. Januar 1925 geboren. Nach dem Studium an der Kunstakademie in Stuttgart war er Kunsterzieher am Schuppart-Gymnasium in Aalen. Gerne hätte man den Künstler gefragt, was ihn bewogen hatte, im Jahre 1965 ein Theologiestudium zu beginnen, um 6 Jahre später dann zum Priester geweiht zu werden. War es Berufung, ein besonderes Ereignis oder einfach aus einer Laune heraus? 1975 wurde er zum Pfarrer nach Rosenberg berufen. Papst Johannes Paul ernannte ihn 10 Jahre später zum Monsignore und im gleichen Jahr 1985 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Eines seiner späteren Werke, der Stephanus Saulus Brunnen im Schatten der Pfarrkirche St. Stephanus. Der Entwurf für den Brunnen dürfte 2005 entstanden sein. Einweihung war am 24. September 2006. Seine Aussage: Vom sterbenden Stephanus springt der Glaube auf Saulus über. Das Klarinettenquartett samt Wehrflöte hat sich von Sieger Köders Büste auf den Weg gemacht hierher zum Brunnen. Mit dabei nebst Instrument Noten von Ludwig van Beethoven. Er war ja im Gegensatz zu Mozart ein ausgezeichneter Tänzer. 1819 war er gerade mit seiner Missa Solemnis zugange, als ihn 7 Mitglieder einer Musikgesellschaft bedrängten, für sie Tanzmusik zu schreiben, um mit dieser im Gasthaus zu den 3 Raben in Brill bei Mödling aufzuspielen. Diese 11 Wiener Tänze kamen in den 3 Raben regelmäßig zur Aufführung. Sie waren dann plötzlich verschwunden und gingen nach ihrer Wiederentdeckung im Jahre 1907, als die 11 Mödlinger Tänze in die Musikgeschichte ein. Unser Querflöte- und Klarinettenquartett spielt nun die Tänze Nummer 1, Walzer, Nummer 5, Menuett, Nummer 8, Länderer und die Nummer 3, wieder einen Walzer. Ein Geburtstagsständchen für den ganz großen deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven. Im Dezember hätte er seinen 250. Geburtstag gefeiert. Ein Beethoven-Jahr ohne die großen Sinfonien samt Fidelio mit professionellem großen Aufgebot nahezu unvorstellbar. Dafür Tanzmusik, seine Mödlinger Tänze. Thank you.
Wir befinden uns im Westen unserer Stadt, gegenüber unser Hausberg, der Braunenberg, doch ein stattlicher 700er mit dem tiefen Stollen, der Erzgrube, dem Betsaal und der Schillerlinde. Vor uns im Tal die Stephanuskirche mit dem Stephanusbrunnen, das alte Kirchle, das Schloss und direkt vor uns die schwäbischen Hüttenwerke samt Museum, Gießerei und dem Kriegerdenkmal. Und hier endet auch schon unsere digitale Sightseeing-Tour nach Noten. Schwer ist quer mit Ene, wie wir Schwaben zu sagen pflegen. Wir alle hoffen, es hat Ihnen gefallen mit uns. Alle Welt hofft natürlich, dass die zweite Corona-Welle nicht zu heftig ausfallen wird und dass möglichst bald wieder ein wenig Normalität einkehrt. Wir hoffen, dass Sie nicht zu den Betroffenen gehören werden und jenen, die es nicht verhindern konnten, eine baldige Genesung ohne weitere Folgen. Wir sagen ein ganz großes Danke der Kulturstiftung Baden-Württemberg für Ihre Unterstützung. Auch dafür, dass wir wieder Gelegenheit bekommen haben, zumindest in kleinen Gruppen in Uniform gemeinsam zu musizieren. Alle konnten natürlich auch urlaubsbedingt leider nicht dabei sein. Ein Konzert ganz ohne Publikum und den vielleicht sogar verdienten Applaus hat man nicht alle Tage. Obwohl, habe ich da soeben ein Klatschen vernommen und hat gar jemand Zugabe gerufen? Für den Fall, dass unvorbereitet, wie wir nun mal sind, einen hätten wir noch, jenen Marsch, mit dem das 175 Jahre alte Dreikönigskonzert am 6. Januar und all unsere Konzerte enden. Glück auf von unserem Ehrendirigenten Hans Blank in einer Aufzeichnung aus dem Jahre 2020. Wir freuen uns auf das Dreikönigskonzert 2021 mit Publikum und wirklichem Klatschen, das hoffentlich wieder am 6. Januar in der Stadthalle in Aalen stattfinden wird. Wie, kann heute leider noch niemand sagen. Mit Sicherheit wird es ein anderes sein. Keine 1000 Besucher, dafür zwei Konzerte mit kleineren Besetzungen. Salonorchester, Big Band, ein Opernensemble mit Gesangssolisten und die Egerländer Besetzung. Letztere kann ja in diesem Jahr ihre Herbstzeitblase am 17. Oktober auch nicht spielen. Alles noch angedacht. Entscheiden wird der Erreger und was wir alle mit ihm machen. Man wird sehen, die SAW Bergkapelle und ihr Dirigent Günther Martin Kost freuen sich auf jeden Fall darauf. Bis bald, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Glück auf und bleiben Sie gesund.